Folge. Es ist 2.47 Uhr. Und ich habe hier, gar kein Bild gemacht davon, den 938 geladen. Er geht runter nach Kirchdorf. Kirchdorf an der Ille. Das ist mein Plan heute. Ausgeht. Fahren wir mal los und dann gucken, wie es läuft.
Also, wäre ich jetzt mit voller 90 durchgeballert, wären es vielleicht 116, 117 Kilometer. Alles gut. Mein Navi sagt, bei Pforzheim gibt es schon wieder 2 Minuten Stau. Da sind, ist vielleicht auch schon wieder alles frei.
Tendenziell fließender Verkehr auf A8, E52. Stauende vor Ihnen. Zwischen B294 Hohenecker Allee und B10 Lindenbuschweg. 2 Minuten Verzögerung.
Bagger damals, was heißt damals, vor drei Wochen, als ich herkam, den Bagger holen, sollte der zuerst hier geladen werden. Ja. Dann waren wir auf dem Weg hier und dann hieß es, nee, der Bagger steht doch in Kirchdorf drüben. Und da soll der jetzt auch wieder hin. Ich habe nur 18 Minuten Fahrzeit für 4,5 Kilometer. Das sollte passen. Kurz nach links Halle, ne? Ja, egal. Zeigt mir an 4 Stunden 15 Fahrzeit. Ich mit OK bestätigen. Zweimal, dass ich das gesehen habe. Steht hier unten drin dann auch noch einmal. Ja, kommen noch ein paar OK.
Meiner auch eben. Zum allerersten Mal einen Bagger ab hier. Ich weiß gar nicht, ob ich hierher muss, aber ich denke schon. Oh, dann nehme ich die Insel mit, aber die ist ja Gott sei Dank nicht hoch. So, vorne der Parkplatz. Ich gehe davon aus, der wird rappelvoll sein.
angemeldet. Gucken wir mal, ob ich hier ums Eck komme, aber das sollte passen. Ja, Navigation brauchen wir nicht mehr. Sollte passen. Die 3 Minuten fahren wir jetzt noch dahin raus. Kollege steht daneben und Kai. Ich hab's extra nicht gesagt. Wer hat aber gekillt? Ich weiß nicht, ob du da vorne getroffen hast. Nix? Hallo? Ich bin ein ganz brave. Aber die Verbindung weg. Drecksack. Drecksack. Andere Seite. Was haben wir noch? Noch 4 Minuten. Sollte passen. Fahren wir noch mal da hinten lang. Da hinten können wir dann stehen bleiben und können in aller Ruhe mal die Pause voll machen.
meine, hier ist gleich der Waschplatz. Ich gehe schnell abladen. Ich lasse die Kamera hier drin. Wie gesagt, ich weiß nicht mal, ob ich das hier zeigen darf. Aber eigentlich sieht man ja nur einen Löffel. 11.23 Uhr. Ich fahre hier gerade Pforzheim in die Baustelle rein. Nichts. Kein Stau. Nichts. Gar nichts. Ich habe leider verpennt, früher zu filmen. So nicht öfter sein. Gut, wir hatten eben bei Stuttgart hatte man ein bisschen, was heißt ein bisschen, da waren gute 5 bis 6 Kilometer Stau gewesen. Vielleicht hat es auch damit zu tun. Ich weiß es nicht. Bin ich froh, dass das jetzt hier so gut läuft. Kannst nicht anders sagen. Hier immer noch 80, hier war doch irgendwo 60, oder? Hier entschärfen die richtig, so wie es aussieht. Aber macht ja auch Sinn. Okay. Sieht er das hinten dran? Ja, das sieht er. Die Baustelle durch hagelt es ja meistens etwas hier. Aber läuft brutal. Kilometer haben wir noch 2 Stunden Fahrzeit. Wenn das jetzt nicht hier zu lange dauert, könnten wir sogar durchfahren, ohne noch mal Pause zu machen. Geil. So. 14.30 Uhr haben wir es. So. Kann man es erkennen. 644 Kilometer sind wir geschrubbt heute. Neun Stunden und 4 Minuten Fahrzeit. Alles gut. So, morgen geht's weiter. Heute ist Feierabend. Bis denn. Ciao.